immer noch ein falsches Paar. Wie auch immer. Wir machen heute wieder ein bisschen Beinchen und dann müssen wir mal gucken, wir haben eine Planke-Challenge, dass wir die immer mal mit einbauen, die Geschichte. Das heißt, heute Nummer uno. Ihr nehmt einen Stuhl zu Hause, einen super stabilen, bitte, dass ihr euch nicht verletzt. Ja? Das Übliche zu Risiken und Nebenwirkungen, fragt euren Hausmeister, wen auch immer. Stabiler Stuhl, ganz wichtig. Oder eine Box oder irgendwas. Ja? Nicht euch so einen labilen Ikea-Hocker, das geht nach hinten los. Überprüft eventuell gleich mal die Belastungsmöglichkeiten, steht meistens drunter, gut zu viel. Gleich vorneweg 5 bis 15 Durchgänge, wie immer. 10 bis 20 Wiederholungen bei der ganzen Geschichte. Und bei der Planke, die kommt dazu, quasi BZ. Also Stuhl, ein Beinchen drauf und hier hoch. Und dann wechselt ihr das rein. Ihr könnt, wenn ihr nicht ganz so fit seid, mit dem hinteren Bein ein bisschen nachhelfen. Ja, dass euch das ein bisschen erleichtert. Ja, und das gleichmäßig ruhig, als wenn ihr draußen auf der Straße unterwegs seid. Daher kommt der Begriff Stuhlgang. Darauf lache ich jetzt. Also, ihr guckt, dass ihr vielleicht so 20 Stück schafft. Wer Höhenangst hat, geht vielleicht raus irgendwo, sucht sich eine Treppe, wo er halt, sag mal, das mit zwei Stufen oder sowas durchziehen kann. Wie gesagt, versucht es immer irgendwo draußen zu machen. Wenn ihr das habt, direkt runter, gleich, zack, in die Planke, denkt dran, hier eine Linie, ja, nicht durchhängen lassen, kein Zelt, sondern hier akkurate Planke halten. Und das so wie immer 5-6 Minuten, ja. Dann atmet ihr kurz durch, 30 bis 60 Sekunden und dann geht es weiter mit dem auf den Stuhl steigen. Haltet durch, viel Spaß, bis gleich.